Servus Leute und willkommen zurück zu diesem Video. Heute steht eine Roomtour an. Eigentlich wollte ich das schon bei 30.000 machen. Dazwischen gab es noch ein paar Dinge, die erledigt werden mussten. Jetzt sind wir schon bei 40.000, deswegen ist es eigentlich so ziemlich das 30.000/40.000 Special. Hinter mir ist die Tür zu unserem Wohnzimmer. Wir wohnen hier noch nicht so lange, beziehungsweise ich wohne noch nicht so lange, die Regie wohnt hier noch weniger lange. Es ist bei weitem noch nicht alles fertig, aber ja, heute seht ihr auf jeden Fall mal ein bisschen mehr als den gewohnten Ausschnitt hinter mir, den ihr sonst immer seht. Ich würde sagen, Intro und dann gehen wir rein. So, und dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Hier ist es auch schon deutlich heller und angenehmer. Zu dieser ganzen Ecke kommen wir gleich noch. Und das kennt ihr alles, was so hier steht, ne? Aber wir fangen erstmal hier mit dem Rest des Wohnzimmers an. Ja, ihr seht, also eigentlich ist es schon unfair zu sagen Wohnzimmer, weil alles, was hier steht, habe ich praktisch geopfert, um die YouTube-Videos für euch zu machen. Und auch im Wohnzimmer an sich stehen dann immer mal wieder hier irgendwelche Lampen rum. Und auch da hinten in der Streaming-Ecke sind irgendwelche Lampen. Also es ist irgendwie Wohnzimmer slash Studio. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier mit dieser Wand an. Da stehen einfach so ein paar Spirituosen rum, ein bisschen Whisky, den ich mir geholt habe, Tequila, ja, Rum, alles mögliche, ne, was da so rumsteht. CO2-Melder ist am Start, so Papierkram, was man einfach braucht. Zweithandy ist da auch noch am Start. Hier unten ist unser Telefon, also unser Deko-Telefon, ne? Unten drunter ist noch so ein bisschen Kamerafach, Ablageplatz und sowas. Das ist auch definitiv nur temporär. Da liegt dann immer irgendwelcher Scheiß, den wir gleich wegräumen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt nicht großartig rumgeräumt, Leute. Ja, das ist wirklich, wie unser Wohnzimmer slash Studio halt einfach meistens aussieht. Ja, also ich habe mir hier jetzt nicht einen Ast abgebrochen und alles Mögliche komplett aufgeräumt und auf den Kopf gestellt, nur damit ich jetzt im Internet super cool dastehen kann, weil meine Bude ja 1A tiptop sauber ist. Ist es nicht. Es liegt immer irgendwo Zeug rum. Ja, ich arbeite hier, wir chillen hier, so, da liegt immer irgendwie Zeug rum. Die nächstinteressanteste Stelle ist dieser Platz hier, mein Schreibtisch, da wo ich immer sitze. Normal hängt genau hier drauf immer die Kamera, mit der ich dann streame, wo ihr mich dann dienstags, donnerstags und sonntags meistens im Stream seht. Da habe ich dann meistens irgendwie ein paar Getränke hingestellt, mein Handy liegt da, mein Notizbuch, Mikrofon hängt hier auf so einem Arm drauf. Kann ich mir dann immer hinziehen, wie ich möchte. Kopfhörer sind da am Start, die Vape und die andere Kamera liegen auch bereit. Und hier steht noch die Pfeife, die ich heute Morgen geraucht habe. Das war die Aeon Edition 4 mit der Lounge Ball und dem Oblaco. Und wie ihr seht, er blutet auch schon. Ja. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Hier habe ich noch so einen ganz interessanten YouTube-Channel offen. Gucke ich ab und zu mal rein, wenn ich irgendwas über Shisha wissen will. Das ist mein Wallpaper. Die könnte ich euch eigentlich auch irgendwie mal zukommen lassen, die Wallpaper, falls da jemand Bock drauf hat. Hier ist mein YouTube-Video-Schedule. Da stehen nochmal ganz viele andere Sachen noch mit drauf. Die habe ich jetzt natürlich mal abgemacht, weil, ne, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Aber ja, hier schneide ich meine Videos, hier gucke ich meine YouTube-Videos, hier lade ich das alles für euch hoch. Rauche nebenbei ein schönes Pfeifchen. Hier arbeite ich auch 4 Tage die Woche. Ja, das ist eigentlich so zu meinem Schreibtisch, ne? Kennt man wohl. Da hinten in der Ecke wird sehr, sehr unglamourös. Hier steht mein Computer, der ist noch offen. Ich habe den ja letztens umgebaut und geupgradet. Obendrauf noch so eine Hue-Birne in so einer normalen Fassung, die einfach ein bisschen die Wand anstrahlt. Hier oben drauf dann eine Softbox über einen Reflektor, der dann von vorne einfach schön auf mich ballert, wenn ich hier am Stream bin. Ja, das sieht man auch nicht so, aber da kommt hier einfach dann massiv Licht rüber. Dann vielleicht noch ganz interessant, hier unten sind meine Schallplatten. Ich höre eigentlich ganz gerne mal Schallplatten, in letzter Zeit deutlich seltener als mir lieb wäre. Aber hier staue ich die dann alle weg und ja, kann mir dann was aussuchen. Und hier hängt auch noch meistens mein Headset auf dem Tisch. Ne? Und dann kommen wir zur Medienkonsum-Ecke, sage ich mal. Da hängt der Fernseher an der Wand. Das ist ein 70 Zoll von Philips, weil wir unbedingt Ambilight haben wollten. Das war uns ganz wichtig. Unten drunter mein Stereo,
mein Verstärker, mein Schallplattenspieler, die PlayStation 4, die glaube ich noch nicht einmal an war, aber sie ist da. Ein Monopoly-Spiel, das wir auch noch nie gespielt haben, und normal liegt da noch mein Headset und da ist auch noch die gute Amazon-Dame, die dann mir immer schön die Kohle anmacht, sobald ich ihr Bescheid sage. Die Boxen sind von meinem Papa, die hat er irgendwie noch auf dem Dachboden rumstehen gehabt und ich meinte so, ey Vater, du benutzt die doch eh nicht, oder? Nö, kann ich die haben? Oh ja, und dann seitdem stehen die hier, ne? Und unten drunter sind nochmal ein paar Schallplatten, die von meinen Eltern sind oder teilweise sogar von meiner Oma, die ich dann einfach gerettet habe, bevor die irgendjemand wegwirft, dachte ich mir, nee, komm, dann schnapp ich mir die doch. Ja, hier überall dann noch wieder Verlängerungskabel, hier noch unsere zwei Couchtische, das ist tatsächlich noch der aus Koblenz mit dem SWG-Sticker. Den einen hatte ich ja gestickerbombt und dann gab es den zweiten mit dem SWG-Sticker. Fand ich eigentlich ganz nice, kann ich auch nicht weggeben. Dann mein Darkseid-Kissen, das ich mehr oder weniger bei Darkseid, ich will nicht sagen geklaut, aber also es war nicht so hochoffiziell. Kurze Hintergrundgeschichte. Ich habe bei Darkseid gechillt und da viel mit einer Mitarbeiterin von Darkseid gequatscht und habe sie dann gefragt, ey, kann ich mir eigentlich so ein Kissen mitnehmen? Ich finde die übel geil. Und sie so, ja, pack's ruhig ein, nimm's ruhig mit. Und dann gehe ich so mit ihr raus und dann sagt sie auf einmal so, ja, aber halt das nicht so auffällig. Und ich so, hey, du hast doch gesagt, ich kann das nehmen. Darf ich das jetzt nicht nehmen oder was? Und ich so, ja, doch, zeig das nur nicht rum. Ich so, okay, Grüße gehen raus an Christina von Darkseid. Danke fürs Kissen. Ich weiß nicht, ob ich es haben darf, aber ja, Grüße gehen raus ans Darkseid-Team. Da drüben haben wir dann noch so einen kleinen Beistelltisch. Da stehen dann die ganzen anderen Pfeifen, die wir gerade so rauchen. Die hatte ich letztens einem Kumpel ausgeliehen. Dann die Viro und Mose Noir und die McLeod mit dem F-Skull auf der Million Cut Bowl. Die raucht die Regie immer, die beiden. Die rechte, die Noir, ist mittlerweile eine cremige Pfeife und die linke ist eine fruchtige Pfeife. Einfach so, damit die Regie, wenn sie von fruchtig auf frisch switcht, nicht immer die Pfeife höchst gründlich, sag ich mal, putzen muss. Dann die zweite, da ist noch ein bisschen Fensterdeko. Ich kann sogar so rausfilmen, ihr seht eh nur meinen Vorgarten. Da stehen dann immer ein paar Köpfe, eine Zange, irgendwie so Dekokram. Keine Ahnung, also was heißt Dekokram, ist jetzt nicht wunderschön, das ist eine Fensterbank, aber ihr versteht schon, was ich meine. Hier haben wir dann die Ecke, in der meistens mein ganzes Kamerazeug steht. Ihr seht ja schon, ein Licht steht ja eh noch da und eins ist auch da hinten permanent aufgebaut. Aber hier steht ja meistens noch Stativ, noch das Ringlicht und das Mikrofon an der Tonangel und so. Das steht ja meistens da. In der Ecke noch so ein Slider, den ich rausholen könnte. Und dann kommen wir auch schon zur wichtigsten Ecke, würde ich sagen. Hier geht nämlich das Pfeifenparadies los. Den Part, den ihr ja schon mehr als gut kennt von meinem Wohnzimmer, würde ich mal sagen. Da stehen Pfeifen, unten drunter stehen Bowls und Pakete, die ich noch auspacken muss, noch testen will, wie auch immer, da steht ganz viel Zeug. Dann ist hier mein riesen Tabakregal, das ist einfach so ein Kallax. Also generell, ne? Das ist von Ikea, das ist von Ikea, das ist von Ikea, das ist von Ikea, das ist von Ikea. Die Fototapete hat auch nur nie so viel gekostet, aber das hier, dickes Dankeschön an die Hausherrengruppe, also von den Mitgliedern, die Hausherren, die mir dieses Schild hier geschenkt haben. Absolut wahnsinnig schön. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es hier hinhängen will. Im Moment steht es da erstmal einfach, aber es sieht einfach so geil aus. So ein dickes Leuchtreklame. Ein dickes Leuchtreklame-Schild mit meinem Logo drauf. Das ist schon wirklich sehr, sehr geil. Also da auf jeden Fall nochmal ein dickes Dankeschön an die Hausherrenbande, die mir das zusammen geschickt haben. Unten alle möglichen Tabaksorten. Ich habe auch noch ein bisschen anderen Tabak in der Küche stehen. Da steht dann meistens so das, was ich irgendwie die letzten zwei Tage geraucht habe, damit ich nicht irgendwie die ganzen Dosen wieder rüber und wieder hin und wieder her und wieder hin und wieder her. Ihr versteht schon. Deswegen steht auch ein Großteil von meinem Tabak einfach noch drüben im anderen Zimmer. Aber das ist eben meine kleine Tabaksammlung, könnte man schon fast sagen. Pfeifenmäßig steht da hinten noch ein Prototyp, eine Japona, eine Vuka, eine Alpha, eine Moustache in Weiß, eine Magnum, eine WD und eine Hustler Pinocchio. Oben steht eine Hardwood, zwei Noble Dust und die Kaif S. Dann hier vorne, also hinten links die Hawkhooker, dann vorne die Japona, dann nochmal eine Smoke Labs. Dann haben wir eine First Hooker, die Mose Sphere, die neue, auf einer Ocean PK500 Bowl. Die Hoop Hooker, oben die Mose One, die Mose Breeze und die Smoke Labs Air. Unten die Stimulation Pro X, die X-Hooker, die ATH Tradi, die Fresh Smoke, die Galaxy Hooker, die Belvedere von
Unterstrich Custom Hooker, Unterstrich und hinten dran nochmal eine Mustache. Das sind noch nicht alle Pfeifen, ein paar habe ich auch noch oben. Unten habe ich dann immer noch ein paar Bowls rumstehen und so. Und dann kommen wir schon zu der Ecke. Da geht es noch direkt weiter mit mehr Shisha-Kram, aber da muss ich gerade mal Licht anmachen. Ja, das geht. Hier seht ihr dann noch meine ganze Kopfsammlung, alle möglichen Köpfe, die hier drin sind. Ich will jetzt gar nicht alle nennen, ansonsten würde das viel zu lange dauern. Aber ne, hier vorne zum Beispiel die Reihe, die kennt ihr auf jeden Fall schon. Einige Köpfe fehlen auch noch, die stehen jetzt in der Küche rum. Die müssen noch geputzt werden oder so. Aber ja, hier auf jeden Fall einige von meinen Köpfen. Dann habe ich hier auch noch so ein paar Köpfe drin, die ich nicht benutze. Hier irgendwie so Tonköpfe, hier so Standard-Tonköpfe und so Sachen. So ein paar Flyer fliegen hier rum. Hier in der Kiste habe ich noch alle möglichen Aufsätze. Hier so alte Kaminaufsätze, Panzeralu, was hier so rumfliegt. Hier so ein Doppeladapter von Alpaka oder so. Also massenhaft Zeug in Infrarot. Hitzemessgerät, mit dem ich Kohle messen kann oder so. Ah, 25 Grad, da geht aber noch was. Dann alle möglichen Lanyards, die man irgendwo bekommt. Hier liegen noch ein paar Mundstücke rum und da liegt auch noch ein bisschen Zeug drin. Also wahnsinnig viel Krempel, der hier auf jeden Fall überall so rumliegt. Aber ja, so viel auf jeden Fall zu meiner kleinen Roomtour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, sagt Bescheid, also aus diesem Raum. Die anderen Räume, Leute, werde ich euch nicht zeigen. Man wird hier und da vielleicht nochmal was aus der Küche sehen oder so. Aber ansonsten werde ich euch nicht die ganze Wohnung zeigen. Das ist einfach meine Privatsphäre. Ich teile ziemlich viel mit euch, aber irgendwo gibt es halt auch eine Grenze für mich. Und das sind die anderen Privaträume. Also ich werde jetzt niemandem mein Schlafzimmer, mein Badezimmer oder Co. zeigen. Ja? Das behalte ich dann doch für mich. Aber ich denke, das ist auch verständlich. Ja. Aber so viel auf jeden Fall zum Studio/Wohnzimmer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Wenn dem so sein sollte, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Eure Shisha-WG.